einen Treffer landen. Das möchten große deutsche Industrieunternehmen beim Nachwuchs. Tech2U, die Nachwuchsinitiative der Hannover Messe, soll dabei helfen. Auch Bundesbildungsministerin Johanna Wanka lässt es sich nicht nehmen und schaut vorbei. Und sie hat, wie viele der Schüler auch, sichtlich Spaß an den spannenden Projekten. Währenddessen haben die Großen in der Branche, wie der Schaltanlagenbauer Rittal, das nächste Level eingeläutet. Vernetzung, also Integrated Industry, ist das Thema in der Industrie. So kann nun zum Beispiel dieser Vertratungsroboter Daten auslesen, die mit einer speziellen Software erstellt wurden. Auf diese Weise wird die gewünschte Schaltanlage individuell bis ins kleinste Detail geplant und sogar automatisch verdrahtet. Der Automatisierungsgrad und die Robotertechnik wird natürlich immer mehr Einzug halten in die Industrie und auch in den Steuerungsbau. Das heißt, viele Tätigkeiten, die in der Vergangenheit ja manuell ausgeführt werden, werden jetzt in der deutlich höheren Präzision robotergestützt durchgeführt. Und diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Mehr Effizienz und Sicherheit. Die zunehmende Vernetzung hat viele Vorteile. Auch für den Industriestandort Deutschland. Die Industrie rückt wieder sehr viel stärker hierdurch in den Vordergrund. Ich glaube, viele Überlegungen halten jetzt auch wieder am Standort hier in Deutschland fest, indem man einfach versucht, durch höhere Produktivität und höhere Automatisierung Industrie wieder hier zu behalten, indem man einfache Tätigkeiten besser ingeniert und durch Maschinen ausführen lässt. Und bei diesem System, der Automation Cloud, reicht ein Fingerdruck. Ganz einfach wird so eine Produktionsmaschine per Tablet-PC über die Internetverbindung ferngesteuert. Die Automation Cloud bietet die Möglichkeit, ein durchgängiges System aufzubauen. Das heißt, der Kunde hat die Vorteile, dass er Fernwartung betreiben kann an seiner Maschine und natürlich auch dementsprechend Diagnostik. Das heißt, er kann sich Maschinendaten abrufen, er kann aber auch im Fehlerfall sehr schnell erkennen, wo der Fehler aufgetreten ist und kann sehr schnell zur Fehlerbeseitigung dementsprechend einen Monteur direkt an die Anlage schicken. Auch die Daten von Maschinenbauern und Anwendern sollen durch das firmeneigene Netz in der Cloud sicher sein. Auf der Hannover Messe dreht sich also alles um die Zukunft. In der Technik, aber auch in der Berufsauswahl. Und wer weiß, was der Nachwuchs noch so alles in Bewegung setzt.